15. Juni, morgen. Du kommst in der kleinen Stadt Tromsø im Norden Norwegens an. Von Ende Mai bis Ende Juli erscheint wie ein endloser Tag. Das Erste, was du in deinem Hotelzimmer bemerkst, sind dicke schwarze Vorhänge. Ja, macht Sinn, denkst du dir. Du bist angereist, um einen Artikel über das Leben am Nordpol zu schreiben. Dein Hauptziel? Herausfinden, warum die Nacht hier nicht eintritt. Du verlässt das Hotel für einen Spaziergang durch die Stadt. Mit den Stunden wandert die Sonne über den Himmel, genau wie in deiner Heimatstadt. Bisher nichts Besonderes, denkst du dir. Du entscheidest dich, deinen Füßen eine Pause zu gönnen und setzt dich an einen Tisch im Freien in einem lokalen Café. Du beginnst, Notizen für deinen Artikel zu schreiben. Es vergehen ein paar Stunden und die Sonne fällt Richtung Horizont. Es bilden sich Schatten über den Gebäuden. 3 Stunden später ist sie sogar noch näher am Rand der Erde. Es scheint, dass die Nacht bald kommen wird und dein Körper sagt dir, dass es wohl Abend sein muss. Vielleicht so 21 Uhr? Zu dieser Zeit sieht man es. Die Sonne geht nicht weiter unter. Ohne im Horizont zu verschwinden, verschiebt sie sich seitwärts und scheint einfach weiter. Du hast es nicht mal bemerkt, dass der Tag zu Ende ist. Es ist nämlich 0.45 Uhr. Du gehst zurück zum Hotel, schließt die schwarzen Vorhänge und steigst ins Bett. Du wachst auf, da Lichtstrahlen seitlich der Vorhänge eintreten. Es scheint, dass du verschlafen hast und es bereits Mittag ist. Du schaust auf dein Handy. 3 Uhr morgens. Du versuchst wieder einzuschlafen, aber es klappt irgendwie nicht. Die Einheimischen mögen an diesen extremen Lebensstil gewöhnt sein, aber für Besucher kann es ziemlich verwirrend sein. Wie ein Jetlag, der einfach nicht verschwindet. Die nächste Nacht. Oder Tag? Du weißt es nicht mehr. Du schließt eine zusätzliche Schicht von Vorhängen und klebst Folie an die Fenster. Du kannst nicht verstehen, wie Menschen an einem solchen Ort leben können. Aber das Überraschendste ist, wie sie so energisch und frisch sein können. Du gehst runter in die Lobby und hier verraten dir die Mitarbeiter das Geheimnis des Glücks. An endlosen Sommertagen musst du dich nicht an deinen gewohnten Alltag halten. Es ist immer hell und das musst du einfach akzeptieren. Du wachst um 2 Uhr morgens auf? Gut, dann geh joggen. Wenn du nach dem Mittagessen schlafen willst, dann leg dich ohne schlechtes Gewissen hin. Dank des endlosen Sonnenscheins steckst du voller Energie. Die Menschen hier sind also sehr glücklich und sehr aktiv. Sie nutzen diese ewigen Tage, denn mit dem Winter kommen auch die endlosen Nächte. 14. Dezember. Dein Artikel ist zu einem vollen Forschungsprojekt geworden. Du hast beschlossen zu bleiben und das andere Polarextrem dieser Stadt auch zu sehen. Es ist jetzt 11 Uhr, aber es könnte genauso gut 23 Uhr sein. Du fühlst dich, als ob du auf einen fernen Planeten ohne Stern transportiert wurdest. Du verlässt das Hotel. Es ist kalt und dunkel. Du arbeitest den ganzen Tag an deiner Forschungsarbeit in der Bibliothek. Du merkst, wie sehr du die Sonne vermisst. Die Dunkelheit beeinträchtigt wirklich deine Stimmung. Du gehst also zurück ins Hotel und schläfst für eine Weile, was sich wie eine Woche anfühlt. Eines Tages gehst du raus, um frische Luft zu schnappen und die Nordlichter zu beobachten. Ein unglaublich schöner Anblick, aber es beeindruckt dich nicht mehr, weil du es jeden Tag siehst. Eine Gruppe Jugendlicher kommt vorbei. Du kannst nicht anders, als sie für ihre fröhliche Stimmung zu beneiden. Du entscheidest dich, sie besser kennenzulernen. Vielleicht können sie dir das Geheimnis verraten, wie man gut durch diese endlosen Winternächte kommt. Einer von ihnen sagt, ich weiß genau, was du brauchst. Du folgst ihnen an einen Ort, der wie eine kleine Blockhütte aussieht. Du gehst hinein, siehst aber nur einen Holzofen und Bänke. Dein neuer Freund reicht dir ein Handtuch und sagt lächelnd, willkommen in einer norwegischen Sauna. Du willst dieser Hitze entkommen, aber deine Freunde bitten dich doch etwas länger zu warten. Du bist schweißgebadet. Du hältst es nicht mehr aus. Du springst aus diesem riesigen Holzofen und stürzt dich in eine nahegelegene Schneewehe. Adrenalin und Endorphine rauschen durch deinen Körper. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlst du dich glücklich. Du gehst zurück in dein Hotel und schläfst wie ein Baby. Dein neuer Freund ruft dich am nächsten Morgen an. Komm, lass uns snowboarden gehen. Alle bleiben mit Wintersport aktiv. Eine weitere Möglichkeit, die Winterdepression zu überkommen. Anschließend geht ihr getrennte Wege und du gehst in ein Café. Der Café wärmt deinen Körper und deine Seele. Du beendest schließlich deinen Artikel und siehst im Februar die ersten Sonnenstrahlen. Jetzt wird der Tag länger und die Nacht kürzer. Aber warum ist das so? Endlose Sommertage sind das Ergebnis der Erdachse, die in einem bestimmten Winkel zur Sonne steht. Der Nordpol und der Polarkreis, die ihn umgeben, können dem Licht einfach nicht entkommen. Du kannst sogar ein Experiment zu Hause machen. Schnapp dir einen Globus und kippe ihn um etwa 24 Grad. Schalte nun eine Taschenlampe ein, richte sie von der Seite auf den Globus, dreh ihn und du wirst sehen, wie der Polarkreis im Strahl der Taschenlampe bleibt.
Für endlose Winternächte kippe einfach deinen Globus weg von der Taschenlampe. Du wirst sehen, dass der Polarkreis außerhalb des Strahls bleibt. Auch Rjukan im Süden Norwegens sieht im Winter selten die Sonne. Sie scheint zwar, aber die Strahlen können die Stadt nicht erreichen, weil sie in einem Tal zwischen zwei riesigen Bergen liegt. Die Stadt und ihre Bewohner bleiben den ganzen Tag im Schatten. Um dieses Problem zu lösen, bauten die Bewohner drei riesige Sonnenspiegel und platzierten sie hoch auf dem Berg. Jetzt, wenn die Sonne aufgeht, reflektieren die Spiegel das Licht auf ein kleines Pflaster auf dem Stadtplatz. Naja, besser als nichts. Vom dunkelsten zum hellsten Ort. Willkommen in White Sands National Monument. Diese endlosen, weißen, sanften Hügel sind tatsächlich Kristalle aus Gips. Das Material, aus dem Trockenbau besteht. Sie reflektieren das Sonnenlicht perfekt. Die Wüste liegt 1,2 Kilometer über dem Meeresspiegel, sodass die Sonne dort besonders hell scheint. Außerdem gibt es praktisch nie Wolken. Vergiss deine Sonnenbrille nicht. Die Neufundlandbank in Kanada ist der Ort, wo die kalte Labrador-Strömung und der warme Golfstrom kollidieren. Das Ergebnis? Städte an der Küste sind die meiste Zeit des Jahres von Nebel bedeckt. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde ist dies der nebligste Ort der Welt. Die Luftfeuchtigkeit ist ziemlich hoch, aber nichts im Vergleich zu dem Dorf, wo der Regen nie aufhört. Massinram in Indien gilt als der nasseste Ort auf der Welt. All die Feuchtigkeit, die sich in der Bucht von Bengalen ansammelt, fällt in dieses Dorf. Es gibt endlose Regengüsse. Die Einheimischen bewegen sich unter speziellen Regenschirmen aus Schilf. Das Dorf bietet dank der Regenfälle viel üppige grüne Vegetation, aber das Coolste hier sind die lebenden Brücken. Sie werden durch Baumwurzeln geschaffen, die horizontal wachsen. Weiter in die windigste Stadt der Welt. Die stärkste gemessene Windböe erreichte 247 km/h. Es ist nicht Chicago. Wellington in Neuseeland liegt direkt an der Cook Strait, einer Passage zwischen den Nord- und Südinseln des Landes. Winde aus der Tasmanischen See wehen in der Lücke. Da das Gebiet gebirgig ist, entsteht ein Tunnel und die ankommenden Winde verstärken sich. So in etwa, wie wenn du deinen Daumen über einen Gartenschlauch legst. Das Wasser hat weniger Platz, um durchzudringen und schießt so mit mehr Kraft. Konstante orkanartige Winde haben ihre Vorteile. Sie erzeugen steile Wellen, die Segler, Windsurfer und Kitesurfer aus der ganzen Welt anziehen. Die Winde tragen auch jede Luftverschmutzung von der Stadt weg. Vor allem aber ernähren die 62 auf den Hügeln installierten Windkraftanlagen die Stadt mit einer konstanten Energieversorgung. Stell dir nun vor, du gehst auf einen Berg zu. Es ist Nacht und etwas kühl. Vorne am Fuße des Hügels siehst du eine 3 Stockwerke hohe Feuerwand. Dies ist kein Waldbrand oder ein vulkanisches Gebiet, nur magische Flammen, die sich nicht ausbreiten oder ausbrennen. Willkommen im Land des Feuers, Aserbaidschan. Der seltsame brennende Hügel, den du da siehst, ist bekannt als Jana Dak, Feuerberg. Es brennt ununterbrochen, seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten. Während du hier stehst und dieses Wunder bestaunst, fällt dir vielleicht der Geruch von Gas in der Luft auf. Früher wurde die Ursache der ewigen Flamme eine Art Zauberei zugeschrieben. Aber heute wissen wir, dass der Hügel aufgrund von natürlichen Gasen brennt, die aus dem Boden austreten. Du kannst sogar nahegelegene Bäche in Brand stecken, aber ich glaube, die Fische finden das nicht ganz so cool von dir. Hey, wenn du heute was Neues gelernt hast, gib diesem Video gerne ein Like und teils mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klick einfach links oder rechts und bleib bei uns auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.